13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr nachts, als ein Mann, der von allen nur Beban genannt wird, mit dem Auto nach Hause ins Frankfurter Ostend fährt. Beban steigt aus und will gerade sein Auto abschließen, aber dazu kommt es nicht mehr. Dieser Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt. Doch es gibt Spuren. Aber lieber Nikola, wir schwören an deinem offenen Grab, wir werden deinen Weg und den Weg aller gefallenen Kämpfer für Kroatien weitergehen. Du sollst in Frieden ruhen und wir schwören, dass du gerecht wirst. Es geht um Geheimdienste und Geheimbünde. Ich sollte mich bewegen in die kroatischen Organisationen, Informationen schicken nach Jugoslawien. Später habe ich von den jugoslawischen Geheimdiensten bekommen Mordaufträge. Um Terror und Gegenterror. Für einen ausgelieferten Kroaten werden wir 2 deutsche Polizisten umbringen. Wir sind keine Terroristen, wir sind Freiheitskämpfer. Und wenn wir mit deutschen Terroristen vergleichen werden sollen, dann machen wir aber richtige Terror. Feindschaften, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Und um die große Frage, was macht die Bundesrepublik, wenn auf ihrem Boden ein Konflikt ausgetragen wird, der seine Wurzeln in einem anderen Land hat? Krieg im Schatten. 6 Folgen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und im Podcatcher eurer Wahl.